Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Asterix und Obelix XXL für die PlayStation 2. In der letzten Folge haben wir Cäsar besiegt und das Spiel durchgespielt. Also werden wir jetzt alle Lorbeeren nachholen. Dafür habe ich auf dem zweiten Tab jetzt, kann ich Auto City nicht sehen, aber es wird schon okay sein, die Liste aller Lorbeeren von Spieletipps. Und ich werde jetzt einfach mal alle nachholen, wahrscheinlich. Also, ich weiß halt nicht mehr, welche ich bekommen habe, welche nicht. Deswegen werde ich einfach mal gucken. Den ersten haben wir bekommen, der hier gelistet ist. Dann gehen wir direkt zum zweiten. Höhle mit Gummi, 3 Schalter. Steht hier. Also gehen wir in die Höhle mit Gummi und betätigen 3 Schalter, denke ich mal. Hab keine Ahnung. Ach, vielleicht meinte das da oben. Ah, okay. Ja, das haben wir. Dann Stufe 2, Rutsche, 2000 Helme, 4 Schalter unter Eisblöcken, das haben wir wahrscheinlich beides. Und Kettensprengsatz, das sollten wir alles drei haben. Dann Höhle mit Druide. Stufe 3, Höhle mit Druide. Moment, da gucke ich eben nach. Höhle mit Druide. Ach, da oben war das, ne? Okay, ich habe wahrscheinlich jetzt gerade ein bisschen übersteuert, ich war laut. Ja, ich möchte einmal ganz kurz einwerfen, dass ich das sehr stark schneiden werde, das Video. Bis jetzt an diesem Punkt habe ich wahrscheinlich noch sehr, sehr wenig geschnitten, aber ab jetzt werde ich es sehr, 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 sehr stark schneiden, weil ich habe insgesamt 1,5 Stunden Videomaterial und ihr werdet nach einer halben Stunde Videomaterial, also ungefähr 5 Minuten Folge oder so, auch herausfinden, wieso. Und ich möchte sagen, dass ich jetzt doch einen Kompressor eingebaut habe, also ab jetzt könnt ihr, keine Ahnung, 30 Sekunden Vorspulen oder so, möchte nur kurz erzählen, also für Leute, die nicht interessiert sind. Ich habe einen kleinen Kompressor eingebaut, weil ich habe gemerkt, in den nächsten 2 Folgen, wo ich mein Mikrofon ein bisschen leiser gestellt habe, damit ich nicht so oft übersteuere, hört sich das richtig schrecklich an, weil ich manchmal immer noch übersteuere, aber dann halt die restliche Zeit leise bin. Deswegen habe ich jetzt doch einen Kompressor eingebaut, obwohl ich es eigentlich nicht haben wollte, weil das so die Dynamik rausnimmt, dass ich dann manchmal leise bin und manchmal wieder laut bin. Das nimmt halt die Dynamik raus. Das fand ich nicht so cool, aber ich habe mir Mühe gegeben, dass es ein ganz leichter Kompressor wird. Dass wenigstens, wenn ich manchmal leise bin und in einer Audiodatei auch manchmal lache oder schreie, dass wenigstens nicht dadurch die ganze Audiodatei kaputt ist. Da habe ich mir Mühe gegeben. Okay, egal. Weiter geht's mit dem Video. Und ich entschuldige mich übrigens, falls ich irgendwann mal gesagt habe, dass ich Helvetien nicht mag. Ich mochte Helvetien, ich mochte die Normandie nicht. Und das ist die Normandie und das könnte ich verwechselt haben ab und zu. This wall to the right, press it to go back on the gray spot. You have found a new floor. Okay. Bash the boxes nieder. Oh, ich bin ja fast tot. Die haben mich, die Formation hat mich gepiekst wahrscheinlich, ne? Oh Gott. Oh Gott. Ah. Okay, einen kann ich zeigen. Also der erste ist in der Normandie, Stufe 4. Gehen wir rein. Ich glaube, ich gucke mir ein Video 100% Walkthrough oder Speedrun oder so an. Und dann sollte ich alles finden. Also, wir gehen hier lang. Schwimmen da rechts rein. Das habe ich ehrlich nicht gesehen, aber das ist auch irgendwie gut versteckt, finde ich. Und das war das, was Spieltipps gemeint hat mit dem Fahrstuhl, bei dem man die Knöpfe drücken muss. Ja, aber ich sehe nicht, wo das Ding ist. Wo ist die Lorbeere? Ah, da ist die. So, die andere Lorbeere sollte ich gehabt haben. Also, da war die eine Lorbeere. Da habt ihr sie jetzt. Dann könnt ihr speichern gehen. Oder eben weiterspielen. Kommt darauf an, was ihr gerade vorhabt. Wenn ihr sie so nachholt wie ich, könnt ihr jetzt einfach speichern gehen.
In Stage 5 sollten wir welche verpasst haben. Da, die. Direkt in Stage 5 können wir diese Lorbeere sehen. Ich habe noch nicht, ich weiß noch nicht, wie man sie sieht. Man braucht einen Zaubertrank dafür, um das zu erreichen. Den Zaubertrank bekommt man wahrscheinlich von irgendwo hier. Okay. Ach, das da, das Rätsel, das habe ich überhaupt nicht gesehen. Das ist ja lustig. Okay, das Rätsel machen wir mal, ohne Guide. Also, wir müssen 4 Knöpfe drücken. Das Rätsel habe ich ja irgendwie voll verpasst. Also, irgendwie müssen wir 4 Knöpfe finden. Und die drücken. Dann können wir einen Zaubertrank bekommen. Und mit dem Dreifachsprung hier hoch. Jo. So. Ich weiß, dass ich den verpasst habe, nur ich habe ihn vergessen wieder. Tut mir leid. Na komm. So. Und dann haben wir jetzt den Zaubertrank. Und können uns die Lorbeere dort graben, die wir verpasst haben. Da haben wir... Oh, den da mit der Lorbeere zu schlagen, ist jetzt nicht so klug. Alter, speicher doch! So. Dann hätten wir die auch geschafft. Wenn man 100% eingibt bei Asterix und Obelix XXL, also wenn man Asterix und Obelix XXL 100 eingibt, dann kommt mein Let's Play. Ich bin das 100% Let's Play, das vorgeschlagen wird. Ah! Oh. Naja. Anscheinend gibt es tatsächlich kein 100% davon, außer ich glaube, es gab vielleicht ein oder zwei 100% Let's Plays. Also, naja, dann ist es halt meine Aufgabe, 100% hier rauszukratzen. Wir haben ja nur noch eine Lorbeere. Die muss ich hier finden. Ich glaube, wir haben insgesamt 9 Lorbeeren gehabt und davon haben wir ja schon 2, also 7. Da oben. Ach, die. Okay, das ist das, was mir fehlt. Okay, man kann die echt nicht bekommen, wenn man die Boxen zerstört hat. Dann ist es unmöglich. Geschafft! Haha! Easy, würde ich sagen. Mach ich aber nicht. So. Damit hätten wir das geschafft. Also ihr müsst in Stufe 5 einfach... weiter durch das Wind, durch den Windkanal, das Windkanalgebiet, was ihr gesehen habt, und dann dort oben seht ihr das. Wenn ihr die Boxen zerstört habt, geht das nicht mehr. Dann müsst ihr euch umbringen. Also einfach von irgendjemandem schlagen lassen oder zurück in das Windkanalgebiet. Dort gab es einen Abgrund, wo ihr runterspringen könnt. Aber naja. Oder ihr geht hier hin und lasst euch ein paar Mal von dem Typen hier treffen. Wo ist Obelix? Ah, da. Dann müsst ihr zu irgendeinem Speicherpunkt gehen. Ich gehe zum nächsten. Ihr könnt auch einfach zum vorherigen sprinten. Das ist ja nicht so weit weg. Aber ich habe irgendwie Lust gehabt auf das nächste. Hilfe, ich meinte Spanien. Das war kein Speichern. Also ist egal. Wenn ihr die Lorbeere habt, dann könnt ihr einfach zum nächsten Speicherpunkt gehen. Zurück geht viel schneller, habe ich gelernt, und einfacher. Außer ihr spielt das halt gerade währenddessen durch, dann könnt ihr einfach weiterspielen. Aber naja. So, meine Güte. So, uns fehlen nur noch 4 Lorbeeren insgesamt. Einer davon ist in Rom. Und 3 wahrscheinlich in 3 anderen Gebieten. Oh ja, geil, jetzt habe ich Obelix in Badekleidung. Das passt so gut zu dem Asterix, den ich gerade habe. Okay, Griechenland fehlt mir einer. Der tolle Wurst. Wie soll ich denn jetzt herausfinden, welcher mir in Griechenland fehlt? Ah! Au!
Ja, hier kriegt man einen Hinweis auf das, Ah. Ja, ich hab mir schon gedacht, dass ich hier irgendwas vergessen habe. Okay, also dieser Raum ist schon mal cool. Wusste ich gar nicht, den kannte ich gar nicht. Der ist für 100% auch noch zeigenswert. Aber. Ja. Und dann hier. Einer der beiden Fenster ist offen. Oh. Und jetzt bin ich hier unten. Dort kann ich mit dem Typen reden. Hä? Das wusste ich gar nicht, dass man mit dem reden kann. Guck mal, das habe ich alles verpasst. Ein bisschen frische Luft ist schon etwas Feines, nicht? Athen ist eine schöne Stadt, auch wenn viele Gefahren in ihr lauern. Von einem Abenteurer habe ich erfahren, dass mehrere Gallierinnen in einer Zelle eingesperrt sind. Von einer schrecklichen Kriegsmaschine bewacht, die unglaublich mächtig. Dummerweise konnte er mir nicht sagen. Ja, das war total uninteressant. Aber man kann hier rausschwimmen und dann die Lobby da bekommen dort hinten. Ja, guck mal. Dann hätten wir die. Und dann haben wir alle in dem Level. Cool. Also, ich weiß nicht mehr, welche Stage das war. Moment, das kann ich ganz, ganz schnell nachgucken. Ihr müsst in Stage 3 gehen, also in Stufe 3 müsst ihr gehen. Dann hier durchlaufen bis zu der Stelle, wo man gegen dieses komische Katzentypen gekämpft hat. Und ich bin viel zu schnell dann einfach weggelaufen, weil ich Angst hatte vor dem Katzentypen. Ihr könnt dann hier rausspringen. Dort sind richtig viele Helme, die ich verpasst habe. Ein Gespräch mit dem Spion und eine goldene Lorbeere. Das habe ich alles verpasst im normalen Let's Play. Da könnt ihr durchgehen. Und dann habt ihr auch das letzte, was ich nicht im normalen Let's Play eingesammelt habe. Der Lorbeeren in Griechenland gefunden. So, ich weiß, wo hier der nächste Speicherpunkt ist, deswegen laufe ich einfach durch. Ich hoffe, die Fahrstühle sind leer. Ja, nee. Leider nicht. Wenn ihr diese Lorbeere eingesammelt habt und alles dort gemacht habt, und alle Helme dort gesammelt habt, die mich jetzt überhaupt nicht mehr interessieren, weil ich jetzt alles gekauft habe, was man kaufen kann, dann könnt ihr. Aua. Aua. Dann könnt ihr zum nächsten Speicherpunkt gehen, was bei mir hier irgendwo ist. Ach, Obelix, sieht so lustig aus. Und. Ja. Genau das machen. Aua. Also, ihr könnt zum nächsten Speicherpunkt gehen und speichern. Und jetzt nochmal die Tornado-Fusion-Kombo für die, die es interessiert. Okay. Da. Und jetzt haben wir Asterix so bescheuert, dass ich den gar nicht mehr zeigen will, eigentlich. Aber egal, machen wir es trotzdem. Helvetien. Dort haben wir zwei von den drei, die mir fehlen. Das heißt, in Helvetien müssen wir zwei sammeln. Und in Rom eins. Und dann haben wir alle. Das nächste ist in, oh, Stage 4. War hier vollkommen unnötig. 4. Ah ja, okay. Wie ich es mir gedacht habe, auf der Schifffahrt ist eins. So, meine Güte. Ohne FPS-Log mache ich das nie im Leben. Erstes Schiff you can race, stand da. Schiff. Das heißt, mit irgendeinem Schiff werde ich mir ein Rennen liefern können. Finden wir raus, mit welchem? Alter, ich habe keine Ahnung wo. Ah! Da haben wir es. Easy. So, ich habe Angst, dass ich nochmal irgendwo gegen die Steine knalle und dann sterbe. Also ihr müsst zu Stage 4 gehen, war das, ne? Ja, Stage 4. Und bei der Bootfahrt müsst ihr auf dieses versunkene Schiff drauf. Dann habt ihr es. Ja. Das ist cool. Dann können wir weiter und speichern.
Ach, klar, man sieht ihn von hier. Ich habe doch geguckt, ob hier hinter was ist oder nicht. Habe ich hier nicht hintergeguckt? Also ich meine, ich hätte hier hintergeguckt. Okay. Wo zum Teufel? Hm, ich dachte, ich hätte dahinter geguckt. Okay. Doch nicht. Oh man, diese inconsistent FPS nervt ein bisschen. Weil manchmal viel schneller ist, manchmal viel langsamer. So kann man nicht so gut Jump'n'Runs machen. Ja, egal. Also ihr müsst, oh Gott, Stufe 5 spielen. Beziehungsweise ihr könnt es so machen wie ich und von Stufe 6 rückwärts gehen, falls ihr schon durchgespielt habt. Und in Stufe 5, wenn ihr da oben bei den Barrels seid, könnt ihr hinter das, also bei den Fässern seid, könnt ihr hinter das Fass springen und dann seid ihr da. Und dann gehen wir mal weiter. Weil danach muss man speichern, wenn man alle hat. Beziehungsweise auch wenn man nur eins hat. Muss man speichern, damit es zählt. Ich kann nicht einfach rausgehen. Offensichtlich. So. Ja, ihr könnt eigentlich wirklich von hier hinten rückwärts gehen. Das ist nicht so weit. Also, außer ihr habt es natürlich nicht durchgespielt. Wenn ihr es gerade währenddessen macht, dann, naja. Tut mir leid. So. Okay. Oh, das ist cool. Das behalte ich. So. Dann haben wir in Ägypten keine mehr, aber in Rom noch eins. Nur noch eins in Rom. Dann sind wir durch. Aua, das ist nicht fair. Aua, das ist nicht fair. Nein, geh weg. Ja, ich habe eine Idee. Ich gehe einfach von Stufe 2 und laufe rückwärts. Funktioniert das? Oha, oha, welch Wunder, dies funktioniert. Ah, ach so, ja, da haben wir ein Roulette, ne? Da gibt es ein Roulette. Und an der Stelle möchte ich nochmal sagen, natürlich haben wir das nachgeholt. Wenn ihr in den Folgen zurückschaut, wir haben das wirklich nachgeholt. Aus irgendeinem Grund kann man das zweimal holen. Ich habe jetzt nicht getestet, ob man das nun endlich oft holen kann und ganz ehrlich möchte ich das auch gar nicht. Ihr werdet nachher sehen, wie lustig das ist, dass wir das hier ein zweites Mal bekommen haben, weil es gibt tatsächlich einen dritte Lorbeer in dem, einen dritte goldene Lorbeer in dem Level. Und das Ergebnis dadurch, dass wir diese einen Lorbeer zweimal bekommen haben, ist sehr lustig. Also seid gespannt drauf. Ach, die haben wir nicht nachgeholt. Oh, sind wir dämlich. Alles klar. Ich habe nicht erwartet, dass wir so dämlich sind. Na dann. Haben wir alles. Dann haben wir Asterix und Obelix komplett durchgespielt. Asterix und Obelix XL. Also, die Lorbeere, die ich verpasst habe, die habe ich eigentlich mal geholt, aber weil ich danach gestorben bin, nicht mehr. Oder weil ich danach das Level neu gestartet habe. Ihr müsst nämlich in Stufe 1 bei den Römern hier die 1000 Römer besiegen. Dann könnt ihr hier hoch. Oh, das konnte ich die ganze Zeit. Ich konnte die ganze Zeit hier hoch. Und dann hier hin. Und wenn ihr hier beim Roulette spielt, ist das ganz linke eine Lorbeere. Okay. Dann gucken wir uns doch einmal das Kostüm an, gucken uns alle Kostüme insgesamt mal an. Beziehungsweise die Galerie kann man sich angucken, glaube ich. Und ja, dann hätten wir das Let's Play durch. Holy shit, dann muss ich mir überlegen, was ich als nächstes Let's Player, ne? Ich habe heute eigentlich noch genug Zeit, um weiter zu Let's Playen. Ich fange gleich einfach an zu schneiden und dann Let's Play ich mal irgendwas weiter. Also ihr rennt hier den ganzen Weg runter, ich weiß. Also währenddessen werdet ihr noch eine Lorbeere bekommen, die ich im Let's Play bekommen habe. Wo ich dann nicht gestorben bin danach. das war die, glaube ich, wo ich alle 5 Knöpfe drücken musste. Dann werdet ihr hier durchkommen, was wir alles in der letzten Folge gemacht haben noch. Hier durch, diese ganzen Leute sehen. Den fetten Ball. Oder war das Speichern für... Nee, das Speichern war irgendwo hier, oder nicht? Genau. Und dann könnt ihr hier speichern. Und dann habt ihr es. Irgendwo war noch eine Lorbeere, glaube ich, die ihr jetzt nicht habt, die ich aber in der letzten Folge noch gezeigt habe. Ja. Ah, da oben kann man anscheinend drauf. Ach, dafür war der Fahrstuhl, ne, den ich nicht benutzen konnte. So. Ah, okay. Ihr müsst wirklich darauf so dagegen schlagen, dass da nur noch 3 übrig sind, um hier noch hochzukommen. Ja. Und dann müsst ihr es schaffen, dass das Ding da geschlagen wird.
Ach man, und dann noch auf dem Fahrstuhl bleiben. Ach, fast. Ja, das dauert jetzt ein bisschen. Ah Mann, wieso ist mein Stuhl denn so gedreht? Nein, wieso schubst du mich denn der Fahrstuhl runter? Jetzt stand ich. Alter Kamera! Jetzt stand ich auf dem Fahrstuhl, aber der Fahrstuhl hat mich runtergeschubst. Ja, hier oben ist keine Lorbeere, aber ein paar Helme, falls ihr die Tornado-Fusion-Kombo noch nicht habt oder euch irgendwelche anderen Kombos noch fehlen. Oh. Oh, was ist das denn? Hä, hier ist doch noch eine Lorbeere. 4 von 3. Da hast du eine Secret-Lorbeere. Ich habe 4 von 3. Ich habe eine Secret-Lorbeere bekommen. Einfach so. Ohne Guide. Alter, das habe ich ja überhaupt nicht erwartet jetzt. 4 von 3? Boah, die Entwickler sind ja lustig. Aber ich wüsste auch nicht, wo ich die andere Lorbeere haben sollte. Also eine, die dritte Lorbeere habe ich komplett vergessen irgendwie. Nochmal zur Betonung, falls jemand gerade nicht zugehört hat. Die Entwickler haben keine vierte Lorbeere versteckt. Die Lorbeere vom Roulette vorher, die habe ich zweimal bekommen und ich weiß nicht wieso. Und ich habe diese Lorbeere tatsächlich nur entdeckt, weil ich beim Speichern, kurz bevor ich das Spiel eigentlich beenden wollte, habe ich noch durch diesen Schlitz gesehen, dass es dort noch Items gibt und ich wollte alle Areas zeigen, egal ob Lorbeer drin ist oder nicht. Dann bin ich dorthin gegangen und dann war da tatsächlich noch eine Lorbeere übrig. Also das ist schon Ironie, muss ich schon sagen. Egal, ich find's lustig. Und ich habe ja alle Lorbeeren gezeigt, auch wenn man Roulette nicht zweimal spielt und zweimal dort gewinnt. Nee, es gibt drei. Es gibt nur drei, aber ich habe aus irgendeinem Grund aus Versehen 4. Wahrscheinlich habe ich das irgendwie geglitscht oder so mit irgendeinem Safe State. Aber ich find's auch nicht schlecht. 4 von 3. Warum nicht? Ja, und hier ist Erik aus der Zukunft und ich wollte nur sagen, dass ich die Folge hier in zwei Parts splitte, weil die Folge 40 Minuten lang gewesen wäre und sogar zwei Parts sind technisch gesehen noch überzogen. Außerdem hat das Thema sehr gut gepasst, weil es in der Mitte gesplittet wurde. Hier ging es um die Lorbeeren, in der nächsten Folge wird es um die Galerie gehen. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen in der nächsten Folge. Schaut in die Videobeschreibung für die Playlist. Ciao, Leute.